Kapitalbedarf. Wir haben im ersten Teil dieser Webinarreihe gesagt, dass wenn Sie 5 Butterflies handeln möchten auf den Russell, dass Sie ein Mindestkapital von ungefähr 6.000 Dollar brauchen, hier abgekürzt mit 6K, und eine Mindestkontogröße, die das Dreifache des Risikokapitals beträgt, nämlich 18.000 Dollar. Wenn ich jetzt sage, ich habe überlappende Trades, gemeint ist Folgendes: Ich setze im Durchschnitt 2-mal pro Monat einen BF 70 Plus auf. Das sind einmal, ist es die Fälligkeit, die reguläre Monatsfälligkeit am dritten Freitag, und dann die Monatsendoptionen, die immer am letzten Handelstag des Monats fällig werden, so dass ich pro Monat 2 Fälligkeiten habe und dementsprechend früher, 70 Tage früher, setze ich die jeweils auf. Dann kann es mir passieren, dass wenn der erste immer noch offen ist, dass ich maximal 5 Trades gleichzeitig offen habe. Allerdings ist das maximal. Die Durchschnittslaufzeit eines typischen BF 70 Plus in der Variante 2.0 beträgt 32 Tage. Und daraus folgt, dass ich in der Praxis wahrscheinlich 2 bis 3 parallele Trades habe. Ja? Ich kann mir auch ein Limit setzen und sagen, okay, mehr als 3 parallele Trades erlaube ich nicht. Wenn der erste immer noch offen ist und nicht zu, dann mache ich, obwohl jetzt wieder ein normaler Entry-Tag wäre, gehe ich nicht rein. Das kann man ja machen. Das kann man willkürlich setzen, wie man möchte, bei 2, 3, 4 Trades, die man parallel erlaubt. So, das ist also die Anzahl Trades, die sich überlappen kann. Jetzt muss man noch einen Aspekt betrachten, wenn man sich die Frage stellt, ob ich, wenn ich, sagen wir mal, 3 parallele Trades erlaube, brauche ich dann 18.000 Dollar an Risikokapital respektive eine Kontogröße von mindestens 54.000. Risikokapital benötigen Sie tatsächlich für jeden dieser Butterflies einzeln, weil das ist ja eine Größe, die auch die Börse vorgibt oder Ihr Broker. Und solange Sie nicht Portfolio Margin haben, sondern Reg-T Margin, müssen Sie für jeden Trade, unabhängig davon, ob dieser Trade Ihr Risiko vergrößert auf Portfolio-Ebene oder verkleinert auf Portfolio-Ebene, müssen Sie für jeden dieser Trades tatsächlich 6.000 Dollar hinterlegen. Also da kommen wir nicht drum herum. Aber die Frage ist, brauchen Sie tatsächlich 54.000 Dollar Kontogröße? Und wenn wir, um die Frage zu beantworten, dann müssen wir fragen, wovon ist eigentlich das Risiko des einzelnen Trades abhängig? Und da kann man sagen, das Risiko eines einzelnen Trades ist sicherlich abhängig von seiner Restlaufzeit. Je kürzer die Restlaufzeit ist, desto geringer ist natürlich das Risiko, dass die P&L, die jetzt aufgelaufen ist, sich dramatisch verändert. Ja? Also gemeint ist Folgendes: Ich habe einen BF 70 offen, der Markt ist gestiegen seit der Eröffnung, ich bin irgendwo da im Bereich der Jauchegrube oder leicht drüber und die Restlaufzeit beträgt nur noch 8 Tage und ich weiß, morgen, wenn die Restlaufzeit auf 7 zurückgegangen ist, gehe ich eh raus, dann ist das Risiko natürlich geringer für diesen Trade, als wenn ich einen frisch aufgesetzt habe, der noch 70 Tage Laufzeit hat. Das Risiko ist auch abhängig, unabhängig jetzt mal von der Restlaufzeit, von der Marktentwicklung seit Entry. Wenn der Markt stark gestiegen ist, nimmt das Risiko ab, denn ich habe natürlich das Risiko bei dem BF 70 und BF 70 Plus auf der Unterseite durch die Lage der unteren Expiration-Linie. Und wenn ich einfach weit weg davon bin, dann ist es ja so, dass das Risiko tatsächlich abgenommen hat. Okay, das heißt, der Kapitalbedarf, das ist eigentlich falsch, die Folie werde ich gleich noch ändern. Die Mindestkontogröße muss man sagen, die Mindestkontogröße, die ich vorhalten muss für parallel
offene Trades, für überlappende Trades, ist auf jeden Fall irgendwie geringer als 5-mal die Mindestkontogröße für einen einzelnen Butterfly. Also das hieße ja, wenn ich maximal 5 Trades gleichzeitig offen, müsste ich 90.000 Dollar mindestens im Konto haben, um das erlauben zu können. Und durch diese Aspekte, die ich hier geschildert habe, kann man davon ausgehen, dass es in der Praxis weniger Geld sozusagen reicht. Um das auszurechnen, habe ich schon vor etlicher Zeit mal eine Datei geschaffen, die stelle ich Ihnen zur Verfügung, die heißt Butterfly-Aufteilung. Und sieht so aus, die möchte ich kurz erklären. Also wenn Sie die aufmachen, ist ganz wichtig, dass Sie hier als allererstes oben den Disclaimer bestätigen, sonst rechnet die Datei nicht. Wenn ich hier das Häkchen nicht setze, kann ich zwar hier Sachen überall eingeben, aber ich bekomme keine Ergebnisse. Also unbedingt den Disclaimer bitte bestätigen. Dann sollten Sie hier die grünen Felder ausfüllen. Das ist bei meinen Excel-Dateien in der Regel so, dass die grünen Felder zum Ausfüllen sind. Alles andere am besten nicht ändern, weil da Formeln drinstehen. Tragen Sie hier oben Ihre Kontogröße ein. In dem Beispiel habe ich mal 100.000 Dollar genommen. Und dann gibt es hier das Feld Korrelation. Gemeint ist hier nicht die Korrelation zwischen einzelnen BF70-Trades, sondern die Korrelation zwischen verschiedenen Butterfly-Strategien. Wir haben 3 Standard-Butterfly-Strategien. Das ist der 1-2-3-Butterfly, der BF70 oder BF70+ und der White-Wing-Butterfly. Und wenn Sie die alle 3 handeln, und ein Konto von 100.000 haben, dann müssen Sie irgendwie Ihr Kapital aufteilen auf diese 3 Strategien. Wir sind aber hier im BF70-Plus-Webinar und deshalb habe ich gesagt, Sie handeln tatsächlich nur den BF70. Deshalb habe ich hier beim BF70 in der Spalte Aufteilung hingeschrieben 100%. 100% des Kontos sollen allokiert werden durch den BF70. Wenn Sie hier nur eine Strategie auswählen, dann müssen Sie hier oben bitte auch 100% eintragen. Ich habe es hier auch in der Hilfe daneben geschrieben, angenommene Korrelation zwischen diesen einzelnen Strategien. 100 bedeutet volle Korrelation, kein Diversifizierungseffekt. Wenn nur eine Strategie gehandelt wird, hier 100 eingeben. Okay. Daraus folgt, dass ich hier unten, das habe ich ja schon gerade gesagt, 100% bei dem BF70 eingebe. Kontoanteilig ist hier das erste Feld, was berechnet wird. Ist natürlich klar, wenn ich 100% meines Kontos dem BF70 zuordne, ist das Konto anteilig hier 100.000. So, ehe wir zu den anderen Sachen kommen, mal hier diese Spalten erklärt. Überlappende Trades steht hier oben drüber, ja. Anzahl. Das sind die 3, wo ich gesagt habe, damit kommt man in der Praxis normalerweise aus. Und jetzt, das ist die spannende Sache, Anrechnung. 75%. Ich habe hier in den Erläuterungen relativ viel zu dem Thema Anrechnung geschrieben. Da geht es eben darum, wenn Sie 3 parallele Trades offen haben, ob wirklich alle das gleiche Risiko haben. In der Praxis werden Sie das nicht haben. Ja? Hier habe ich hingeschrieben ein Beispiel zur Verdeutlichung. Angenommen, Sie handeln 2 BF70-Trades parallel. Der erste Trade verbraucht 100% des Risikokapitals. Der zweite Trade soll mit 75% des Risikokapitals gehandelt werden. Dann geben Sie hier 75% ein. Begründung. Es kann auch negative Korrelationseffekte zwischen 2 Butterfly-Trades geben. Zum Beispiel, wenn der erste BF70 weit rechts aus dem Zelt gelaufen ist und der andere sich im Zelt befindet. Sprich, was ich versucht habe zu erläutern, nicht jeder Butterfly hat das gleiche Risiko. Und das versucht man mit diesem Faktor zu berücksichtigen. Ja. Ich kann Ihnen keine generelle Empfehlung geben, ob Sie hier die 75, die ich für mich angenommen habe, auch übernehmen oder nicht. Wenn Sie sehr konservativ arbeiten und sagen, jeder BF70 hat ein Risiko, was so hoch ist wie
wie wenn ich auch nur einen handle, dann müssten Sie hier 100 eingeben. Und wenn Sie sagen, okay, wenn ich einen handle und einen zweiten dazu mische, hat der in der Regel nur noch die Hälfte des Risikos, dann müssten Sie 50 eingeben, was ziemlich aggressiv wäre als Annahme. Ich gehe von 75 aus. Und wenn Sie dann F9 drücken und die Datei berechnen lassen, dann sehen Sie hier hinten, dass Sie pro Trade von Ihrem Konto 13.000 irgendwie verbrauchen können. Sprich, Sie können mit einem Konto in Höhe von 100.000 können Sie 11 Kontrakte pro BF70 plus Trade handeln. Also ungefähr das Doppelte unserer Standardkontraktgröße in diesem Webinar von 5. Ja. Okay, das ist es eigentlich an dieser Stelle. Ich kann Ihnen noch kurz demonstrieren, wenn Sie hier tatsächlich aggressiver vorgehen, ich mache mal 50, dann sehen Sie, dann könnten Sie 14 Kontrakte handeln. Und wenn Sie hier sehr defensiv vorgehen und sagen, jeder hat 100% Risiko, dann können Sie 9 handeln. Also das macht gar keinen großen Unterschied in dem Fall, wie viel Kontrakte bei 50 und wie viel bei 75. Also irgendwo zwischen 9 und 11 ist wahrscheinlich eine vernünftige Größe, wenn Sie maximal 3 parallel erlauben. Wenn Sie 4 parallel erlauben, sieht die Sache natürlich wieder leicht anders aus. Dann könnten Sie nur 8 Kontrakte haben.